den Vater von Lilly? Weiß sie das überhaupt? Doch, das weiß sie. Weil Lilly erzählt doch die ganze Zeit davon. I was giving Larry CPR with Lilly. Kenny came in from out of nowhere and put a stop to it. What did he do? Shit. Shit, hätte ich das machen sollen. He smashed his head in. Fuck. Oh, 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 hey, yo, komm runter, hey, komm runter. Komm runter, hey. Gotcha. Everything keeps changing. Boah, shit, jetzt bin ich Mörder, jetzt ist ihr Mann ein Mörder. Das ist hart. Der Tobak. Die Gruppe wird sich lang halten und Kali und ich. Schnick, schnack, Overdeck. Schnick, schnack, Overdeck mit Carly. Hey, Sonne, Mond, Sterne, wow, Clementine. Die ist so gut. Wenn die nicht dabei wäre, ich würde dieses ganze Game nicht annähernd packen. Keine Sekunde würde ich diesem Game überleben, hey. Hier gibt's absolut gar nichts zu tun. Ist ja langweilig, hey, yo. Hier gibt's nur Müll einfach. Wir können mal ein bisschen aufräumen hier. Mit dem rede ich auch noch. Der ist hey, Ben. Ja, lass reden, komm. What's up, man? Hey, Ben, I need to tell you something. Shirley, is it about my watch? I'm trying to do a good job. You're doing fine. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ich tue nichts. Ja, ich sag's so. Prison before this. So dass sie wissen, dass ich. Whoa, dass seriously? Ich, ja. What, were you in for? It's not important. Oh. Just, if you hear anything, it's probably true. And now you know. Hä, das bin ich. Thanks for trusting me, man. I. Ben, relax. Okay. Ben won't forget that. Yeah, of course not, but I want to talk to him honestly and say that I'm murderer. Talk to you later, Ben. Bye. Bye. I didn't say anything, but bye. It's okay, it's okay. It's, ich hab's allen erzählt. Die Gruppe ist ziemlich klein geworden, fällt mir auf. Wir waren mal mehr. Ich hab's allen erzählt. Oh, die Musik, die Musik, die Musik. Carly. I talked to Kenny about who I am. And? I don't know. Feels like I just gave him ammo if we ever have to make any tough decisions when it comes to a headcount. Well, don't worry. Don't worry, of course not, because... I talked to Katja. How'd she take it? She didn't take fine, it. I guess. I think she's more upset about Kenny. Yeah, because of the St. John's? What exactly did he do back there? Well, don't you start now. I talked to Clementine about things. How'd she handle it? I don't know. She's tough to read. She adores you. Don't worry. Sie weiß, dass das mag. Das told Ben. You told Ben? Funny you picked him. Low risk. Stimmt. I take it he didn't know what to do with the information. Not even a little. He's just happy I told him something. Also hätte ich gar nicht allen erzählen müssen, sondern... Okay. Ich will nicht mit ihr über Lilly reden, man redet mit Frauen. Was zum... Talk to you later. To you later, oh. Süß, süß, süß. Ich will nicht weggehen. Gott, das ist behindert. How's the drawing? Good. Wow, Mädels. Ich brauche jetzt... Ich muss nachdenken. Also, Ben erzähle ich dir... Ich mag Ben, okay? Also... Weißt du, Ben ist froh, dass er eine Gruppe hat. Das ist ein Junge, Junge. Ich wäre so froh, wenn ich ein paar Erwachsene um mich rum hätte. Der ist ja auch nicht bei den Fights dabei. Der mischt sich nicht ein bei den Diskussionen. Der ist ein guter Mann. Der mischt sich nicht ein. Der ist dabei. Und ich glaube, wenn irgendwas abgeht, dann haben wir einen mehr, der kämpfen kann. Einfach eine Person mehr. Und das ist gut so. Das ist verdammt gut so. Ist es nicht so? Lilly! Ich habe Lilly vergessen. Wow, bin ich dumm. Ach so, ich komm wahrscheinlich nicht rein, oder? Sie lässt mich nicht rein. Doch, hier. Lily Store. Ist das eine gute Idee, jetzt mit ihr darüber zu reden? Ah, oh, shit, die ist voll im Arsch, die Frau. I'm sorry. You don't have to apologize. Ja, richtig, du wirst dich nicht entschuldigen. You come in here to give me hell or to coddle me? Coddle. Ich weiß nicht. I think you're coming unhinged. Ich weiß nicht, was es unhinged heißt. I'm trying. I just feel like a crazy person. Can I do anything for you? Yes.
I need help. There's a traitor. Somebody, one of us, out there. He or she or they have been taking things. For real? Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Lily. She just knows. Counts Lily. Off and it's the good stuff. Antibiotics, oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count, and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Poke around? Nice. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. Huh. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. Huh? Nimm den Stuhl. I'm going to assume you'll help then. I'd appreciate it if you could do it without making me look crazy to the others. Ich hab's gerade verpasst, was gesagt wurde. Mystery. Jesus, Doc. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Wieso geht der jetzt weg? Ich muss reden mit dem. What did I just say? You're the Grace Detective, and I can be Dick Grayson. Your Dick. Ward. That's true. That's true. Robin. I know who it is. okay, das war witzig. You can help. Don't tell anyone. No, if to... Fine, you're Robin. You can't help. Gut. If you tell ich mag den nämlich nicht, will be trouble. Gut. Secrecy. Did you hear what I just said? I won't tell a soul. The part about not helping? You can't help. We live in the shadows. Oh nee. Egal. Da spielt jemand Trompete oder Saxophon. Was war das gerade? Looks like Doc is going to help you anyway. Boah, diese ganze Situation hier fuckt mich ab, das ist nicht mehr normal. Das Einzige, was gut ist, ist Clementine und Carly. Der Rest ist so, die streiten sich, die ist fertig. Lily wäre aber alleine. Lily ist halt alleine jetzt in der Position. Ich frag doch nicht Carly. Aber ich frag sie nur, ich frag ja nicht. Ich bin ja nicht suspicious, wenn ich nur frag, ob sie irgendwas darüber weiß, oder? Ich bin nicht, ich verdächtig sie ja nicht, oder? Verdächtig. Do you know anything about this flashlight? It's broken. I know it's broken. And the batteries might be in backwards. It uses just one. Everything should. What was the question? Did you break the flashlight? No. Okay. War das jetzt sinnvoll? Ich hab vielleicht was gesehen. Clementine ist auf jeden Fall die ehrlichste, deswegen. Haley. You didn't accidentally break a flashlight, did you? No. Did Duck say I did? No. Did Duck break the flashlight? I don't think so. He's just always blaming me for stuff. Like what? Putting a bug on his pillow. Did you do that? Yes. Clementine. Schau, sie ist die ehrliche, aber ich hätte sie richtig fragen können. Wenn ich es den beiden zeige, geht die Hölle ab. Dann geht's ab. Ben, ich... Also, weißt du... Sounds like Kenny actually has that thing running. I'll believe it when I see it. Der Kenny kann gut sein, dass er vorhat, abzuhauen. Weil er redet die ganze Zeit davon. Deswegen tut er sich Zeug ins RV. Das ist das, was wir alle denken. Und das ist das, was wir alle erwarten. Und wahrscheinlich ist es auch so. Dann, wenn das rauskommt, dann ist halt die Hölle los. Still the safest place for us. Ja, dann ist halt die Hölle los. Da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Aber da kommen wir nicht dran vorbei. Weil sonst geht das Spiel wahrscheinlich nicht weiter. Also ich will natürlich jetzt was anderes tun. Was würde ich tun, wenn ich nicht entscheiden müsste? Wenn ich das Spiel nicht entscheiden müsste? Ich würde mit Lily drüber reden. Das mache ich jetzt. Ich würde mit Lily drüber reden. Und ihr sagen, hey, du musst Kennys Situation verstehen. Er will abhauen und nimmt sich was von dem hey. Zeug. Oder?
Das ist doch normal. Dann muss man aber drüber reden. Sure, go ahead. Und da... bad news, maybe save it. Okay, was denn? I killed someone. I was sent to prison before the plague. Shit. What? Dad said there was something about you. So you know. I didn't know what to know. Well, it's true, and I'm sorry. He treated you like shit, knew who you were, and you tried to save his life. The last thing you need to do is apologize. Thank you. You killed a guy, so what? I bet he was a dick. Well, it ruined my life. Good thing everyone else has got destroyed shortly thereafter, huh? Misery loves company. Ja, das war witzig. Lily won't forget that. Of course she will not forget that. That's obvious. Ich kann nicht mit dir drüber reden, oder? Ich rede nochmal. Ich sag, ich habe nichts gefunden. Hey. Und dann, also wenn das klar ist, wenn Lily verstanden hat, warum er das macht, warum Kenny das macht, dann muss... Ask around. Jesus, investigate. Okay, okay. I'll be back. Und dann müssen wir zu Kenny gehen und ihn fragen, warum er das heimlich macht. Wahrscheinlich, weil er nicht alle mitnehmen will. Und kann. Nicht alle mitnehmen kann. Das ist so behindert, dass ich erst mit Kenny, dass ich erst mit Carly rede und ihr sagt, dass ich mit Lily drüber gesprochen habe. Und dann habe ich mit jedem drüber gesprochen. Die Musik kommt immer, wenn Carly da ist. I told Lily. You were right. She and Larry spoke, obviously. She was all right, though. Well, you're about all she's got left. Das ist wahr. Ich bin alles, was sie hat. Ich will nicht... ich will mit dir reden. Have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. Okay, ich kann nicht mehr mit dir reden, kann es sein? Das war's. Dann muss ich jetzt mit das Flashlight Ben zeigen und dann erst Kenny. Oder mit Kenny drüber reden. Ich verstehe ihn ja, ich verstehe ihn ja. The flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous and maybe you went out to go to the bathroom. Broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay then. Duck's favorite. Duck's favorite. Best game ever. Okay, dann reden wir da mit denen im nächsten Part, weil ich bin echt müde und ich will euch ein gutes Let's Play bieten und das mache ich dann wieder, wenn ich wieder fitter bin, dann geht's wieder ab. Aber ich habe jetzt wieder Schule und viel zu lernen. Bald ist Abitur, es wird hart, aber ich versuche ein bisschen Let's Plays hinzukriegen und das mache ich dann schon. Das geht schon. Das geht schon, hey. Genau. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann reden wir mit Kenny hier drüber. Ich verstehe ihn ja. Ich verstehe dich, mein Freund. Oh, geile Moves. Geile Moves, you got there, man. Und Carly schaut zu, wie geil ich den Circle-Gun tanze. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Servus. Sie sahen Napkins Let's Play. Hören Sie nun Bekenntnis von Robert Gernhardt. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zu Schanden. Dankeschön.